Ihr Buch, das erscheint im Mai, das hat den Titel Freiheit statt Kapitalismus. Ja? Ist das, stimmt der Widerspruch? Ja, ich finde schon. Also ja? Dieser heutige Kapitalismus ist doch nicht mehr frei. Also wenn im Grunde man nur noch Leute wählen kann, die gar nichts mehr zu sagen haben und die, die was zu sagen haben, stehen nicht zur Wahl, weil sie einfach in der Wirtschaft verankert sind, ist das doch nicht Freiheit. Und sind Sie überhaupt gegen Kapitalismus? Ja, es spricht doch wenig dafür. Was spricht denn für Kapitalismus? Mein Lebensstandard.